So, und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper. Mir hat das Spiel gestern so viel Spaß gemacht, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich wirklich 6 Stunden aufgenommen habe. Interessant. Was ist für heute der Plan? Ich denke mal, dass wir ein neues Haus kaufen wieder. Und vielleicht unser neues Büro da drinnen machen. Erstmal müssen wir gucken wegen des Geldes. Ich denke mal, dass wir erstmal Aufträge machen müssen wegen des Geldes. Und ja, mal sehen. Wenn wir noch kein neues Haus kaufen können, dann erstmal Geld. Ah, das tut so gut, hier reinzukommen. Unsere Kaffeemaschine. So alles schön aufgeräumt. Ich glaube, ich kaufe hier noch ein Dings. Sonstiges. Ah, meine Klemme, Entschuldigung. Meine Hand hat wieder gejuckt. Dein Hasen, der ist so süß. Kann ich ihn da... Hallo? Oh, wie knuffig. Da kaufe ich noch einen von. Habe ich schon so einen Teddy? Perfekt. So, dann gucken wir erstmal, wie viel Geld haben wir überhaupt. Ach, 65.000, okay. Wir machen trotzdem noch ein bisschen. Machen wir erstmal das, das haben wir ja schon gelesen, bla bla. Ey, das Haus ist voll cool. Wir sollen da halt nur streichen. Ey, das sieht doch voll cool aus. 4 Zimmer müssen wir streichen. Verblichene Zitrone, also ich... okay, ist ein bisschen... Vielleicht ein helleres Orange nehmen das nächste Mal. Verblichene... Kleinen Moment, mich hat gerade jemand angerufen. So, das war nur kurz wichtig. So, verblichene Zitrone. Verblichene Zitrone, da. Dann werden wir gleich wirklich ein neues Haus kaufen. Vielleicht wird da unser Büro draus. Oder wir warten erstmal noch. Weil ich finde, ein Büro muss... Das muss wie das eigene Haus sein, so ungefähr. Es muss ein bisschen größer sein. Wir gucken einfach mal, wenn uns das von der Größe... Also wenn mir das von der Größe nicht gefällt, dann... Kaufen wir noch eins. Ein anderes. Machen wir dann aber das nächste Mal. Dann verkaufen wir das, was wir denn da einrichten. So. So, dann sind wir hier auch gleich fertig. Ich fand es eigentlich so hübsch. Also, verblichene Zitrone sieht auch mega cool aus. Erinnert mich an Zitroneneiscreme. Deswegen mag ich die Farbe wahrscheinlich so. Aber eine eigene Wand damit streichen würde ich schon nicht. Aber das hier meinte ich, das sieht doch auch cool aus. Dieses hellere, etwas hellere Orange. Wäre auch schick gewesen. Da reicht doch, sage und schreibe unser Farbeimer aus. Haben wir was vergessen hier in dem Raum? Nö. So, den Eimer lassen wir da stehen. Ach, da geht's wieder raus. Oh, hier geht's in den Keller. Müssen wir hier auch was machen? Das ist aber ein hässlicher Keller. Okay. Oh, das Zimmer gefällt mir. Was? Ich soll hier in Heller für... Das sieht doch cool aus so. Das ist mega cool eingerichtet und so. Und ich soll... Damit streichen. Stellen wir auf den Teppich. Der hässlichsten Farbe der Welt, ey.
gut, dass unser Streichen so mega schnell geht und so mega wenig Farbe kostet. Wir haben auch so einen 10 Meter langen Tentakelarm. Deswegen streichen wir auch so gut. Auf dem Farbeimer stellen ist auch immer gut. So. Eigentlich müsste ich Tomb Raider weiter aufnehmen, da ja auch im Oktober schon das Neue kommt. Shadow of the Tomb Raider, da freue ich mich schon drauf. Ich habe es leider noch nicht vorbestellt, das werde ich jetzt aber mal demnächst machen beim Mediamarkt. Weil wenn, dann bestelle ich mir das auf Konsole vor. Weil ich den ja auch zu Hause spielen kann. Ich habe ja zu Hause keinen PC. Ja. Aber auf das Spiel freue ich mich schon übelst. Ich kann auch allen empfehlen, sich mal das Gameplay und so anzugucken. Tomb Raider gibt es allgemein. Auch bei mir auf dem Channel. Kann ich immer nachgucken. So. Hups. Lol. Nein! Scheiße, für die Mini-Dinger. Okay. Hallo? Ah, wird das so reichen? Ich hoffe schon. Vor allem will ich jetzt kommt, Leute. Nicht, nein! Nicht dein Ernst. Jetzt muss ich für 3 Dinge eine neue Farbdose holen, oder was? Okay. Gut, dann müssen wir halt eine neue Farbdose. Ich bezahle es ja nicht. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Wir stellen das auch erstmal da rein. Hab ich doch hier, oder? Hä, wieso nur 98%? Hallo? Hallo? Ich hab doch alles gestrichen. Fehlt mir jetzt wieder so eine kleine Wand oder was? Die ich nicht richtig gestrichen habe, oder wie? Das kann ich nicht mehr streichen. Ich gehe jetzt einfach überall immer rüber. Wow. So, jetzt können wir weitergehen. So. Ah ne, da war der Keller. Dann gehen wir uns mal um hier rein. Heller Pfirsich, das sieht doch so voll stylisch aus. Ich verstehe manche Menschen nicht. Aber gut, wenn die das so möchten. Finde ich schade, weil das eigentlich sehr hübsch aussah. Ich mag allgemein Wohnzimmer und Küchen in Rot. Ich weiß nicht, ich finde das sehr stylisch. Super stylisch. Ups. Nein, das wollte ich nicht. So.
So, und wir streichen weiter. Das sah vorher besser aus. Aber wenn. Vor allen Dingen diese Frau, die uns diesen Brief, dieser Mann, der uns diesen Brief geschrieben hat. Was sagt wohl seine Cousine, wenn sie von der Reise wiederkommt und ihr ganzes Haus anders gestrichen ist? Ich persönlich würde ja mega durchdrehen. Besonders wenn man sich so viel Mühe mit dem Streichen gegeben hat. Sah mega cool aus und er hat alles versaut. Aber gut, ich muss die Aufträge annehmen. Ich brauche das Geld. Alleine jetzt schon 2000 Euro eingenommen. Der einmal ist leer. So, dann kaufen wir noch einen neuen. Ich sag euch, davon wird die Hälfte stecken bleiben, also liegen bleiben. Das sieht doch auch cool aus. Aber ich, oh, das sieht viel zu komisch aus. Gefällt mir gar nicht. Aber ich muss ja nicht drin wohnen. Wir bleiben bei unseren ausgeflippten Farben, weil ich finde bunt besser. So, und das wird jetzt hoffentlich auf jeden Fall reichen. Ich streiche erstmal hier unten. Prozent haben wir schon und dann sind wir auch gleich fertig. Noch ein Zimmer. Oh, da ist was nicht richtig gestrichen da in der Ecke. Das sieht man doch sofort. So. Da oben. Und jetzt noch den Fensterrahmen. Nee, das ist ja gar nicht der Fensterrahmen, das Fenster. So, und das war's denn auch. Wir müssen nur noch hier einmal. So, perfekt. Die Farbe nehmen wir wieder, wie es wir es kennen, mit raus. Alter, ich würde durchdrehen. So. Ah, hier waren wir schon drinne. Waren wir denn noch nicht drin? Um Gottes Willen. Das würde ich aber auch streichen. Aber nicht mit Blau. Oh mein Gott. Schläfriges Blau. Hier ist doch eh schon so viel Blau im Zimmer. Wieso streicht man denn da nochmal mit Blau? Egal. Schläfriges Blau. Okay. Solange er wieder alles zurückstreicht, wenn sie wieder kommt. Oh mein Gott, das ist ja das katastrophalste Blau der Weltgeschichte. So. So, das geht ja immer Gott sei Dank ganz schnell. So. So. Schon zwei Wände fertig und der einmal ist noch nicht mal halb leer. Perfekt. Beide Seiten habe ich da ja perfekt. Vorsichtshalber malen wir nochmal. So, dann noch mehr Farbe. Und das wird sowas von nicht reichen.
Achso, das sieht so hell aus, aber ist es ja gar nicht. Nee, der wird nicht reichen. So, dann gucken wir gleich erstmal, ob wir wieder einen Fähigkeitspunkt haben. So, Verbesserungen. Nicht bei Verhandlungen. Malen. 138 Wände müssen wir noch streichen. Wie machen wir das denn als nächstes? Weil das ist wichtig, finde ich. Dass wir nicht mehr so viel Farbe verbrauchen. Das heißt ja dann auch, dass wir weniger Geld verbrauchen. Nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns selbst, wenn wir unser eigenes Haus designen. Oh nein, das reicht nicht mehr für diese Spende. Ja. Gut, die müssen das bezahlen, nicht ich. Alter, jetzt kriege ich schon 4000 Euro dafür. Oh nein, habe ich jetzt wieder irgendwas vergessen? Da. Ach. Da. Auftrag zu 100% beendet. Also nehmen wir die 4000 Euro und beenden diesen Auftrag. Einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Neue Fähigkeiten verfügbar. Tabulator. Wie es bei Tomb Raider so schön heißt. Preis verhandelbar. Nehmen mal das, weil wir verhandeln ja gerne. So, dann werden wir wohl... Oh, das sieht so toll aus hier. Wir haben schon 8 Mails. Alter. Bunker zum Wohnen. Wir arbeiten von oben ab. Guten Tag. Ich habe ein großes Haus gekauft. Doch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe das aber erst nach einer Woche bemerkt und weiß, dass ich es länger nicht aushalte. An der Küche ist ein Raum, der sich dafür ideal eignet. Da müssten sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmern müssten auch gestrichen. Viele Grüße, Eduard Untreu. Akzeptieren wir? Ja, wo ist die Sauna? Ja, dann... Ui, so ein Haus will ich. So ein Haus will ich. So. Modifiziere Wände. Die Wand muss durchgebrochen werden. Falls für die, die es nicht wissen, das sieht man oben auf der Minimap. Da muss nochmal ganz unten geschlagen werden. Und dann okay, gut, das despawnt alles. Erstmal verkaufen wir die Tür zu unseren Gunsten. So, die Wand müssen wir durchbrechen. Perfekt. So. Und die Wand müssen wir hier durchbrechen. Tür verkaufen. Ich weiß auch nicht, was die Wand da sollte im Haus. So. So. Alle Wände modifiziert. So, da ist dieser Raum, den wir zum Bad machen sollen. Dieser Raum hier. Gegenstände entfernen. Ein Gegenstand anbringen, Spiegel. Das ist das fürs Spülbecken. Montiere die Geräte, Wandfliesen legen, Wandfliesen aus Keramik grau und Keramikfliesen grey. Okay, dann gucken wir mal. Wir machen erstmal Fliesen. Shop. Keramik grau. Fliesen, Keramik grau.
Hä? Wann Fliesen legen? Wann Fliesen aus Keramik grau und wann Keramikfliesen gray? Ach so, wann Fliesen aus Keramik grau und jetzt Keramikfliesen gray. Ah, da. Okay, egal. Machen die eine Wand denn aus Keramikfliesen hier? Da steht denn die Toilette und das andere. So. Ja, Fliesen ist immer etwas langweilig, weil das so ewig lange dauert, aber das ist ja nicht schlimm, da wir ja eh super sind, Fliesen. Dann machen wir die Seite hier in Keramikfliesen grau hier, in den und die andere aus Keramikfliesen gray. Da, wo die Dusche hinkommt, finde ich eh diese Fliesen hier besser. Obwohl die auch hässlich sind. Davon mal ganz ab. Und Bodenfliesen müssen wir auch noch legen. Die Wand mache ich dann noch und dann machen wir die aus den anderen Fliesen. Nee. Keramikfliesen. Keramikfliesen. Grau. Keramikfliesen, wie hießen die denn noch? Wandfliesen. Keramikgrau hießen die nur. Oh. Keramikgrau. So, die kaufen wir nochmal. Die sind ja auch mega günstig eigentlich für Fliesen. Ich weiß nicht, wie teuer Fliesen sonst sind, aber ich glaube, dass es echt recht günstig ist eigentlich. Ich finde das da oben gemein. Die verbrauchen auch eine ganze Keramikfliese. Und sind aber nur nicht mal vielleicht ein Drittel so groß. Vor allen Dingen, wieso merkt er erst nach der Woche, dass er ein zweites Badezimmer braucht? Verstehe ich nicht, aber okay. So. Jetzt nehmen wir die anderen Fliesen und fliesen hier fröhlich weiter. Oh, Alter, sehen die scheiße aus. Und denn der Boden noch in den? Gut, wenn er sich die ausgesucht hat. Denn ist das nicht unser Problem. Gut, dass Bodenfliesenlegen ja nicht so lange dauert. Ich sehe gerade, wir können auch zurück zum Büro gehen. Und uns den Auftrag nochmal durchlesen anscheinend. Das ist auch gut zu wissen. Endlich sind wir gleich fertig und müssen nicht mehr auf diese scheiß Fliesen gucken. Fließt man das hier auch mit? Da bin ich mir gar nicht sicher. Das weiß ich gar nicht. Macht man das denn? Wir brauchen eh neue Fliesen. Boah, da oben ist auch eine ganze Fliese hin. Das ist mega Verschwendung da oben. Obwohl da nur eine halbe hinkommt. Haben wir was für... Erstmal kaufen wir die wieder. Ah, verkehrte Fliesen. Keramikfliesen Grey. So wie der von 50 Shades of Grey.
Hallo? Vor allen Dingen, dass sie mich einfach so in ihr Haus lassen. Also wenn ein Handwerker in meinem Haus ist, dann würde ich dabei sein. Oder eine Freundin fragen, ob die kurz dahin, also zu mir fahren kann und das dabei sein kann oder so. Aber ich würde keinen Handwerker alleine in mein Haus lassen. Da bin ich viel zu ängstlich für. Da kann ja sonst was passieren, vor allen Dingen auch. Mal sehen, ob das reicht. Ich denke nicht. Oder obwohl, ich weiß nicht, ob wir das innen noch fließen müssen. Gucken wir hier gleich mal. Dann könnte es umbrich reichen. Eigentlich, so wie es aussieht, nicht. Von der Prozentzahl an der Seite her. Ah, perfekt. Verkaufen wir. So, jetzt müssen wir die Fliesen, Keramikfliesen Grey. Das sind dann die Bodenfliesen. Ach, das war schon? Okay. Oh, Ike, das ist ja mega hässlich. Ah, egal. Nicht mein Haus. So, montiere die Geräte. Erst eine Dusche müssen wir auf jeden Fall. Die kommt hier hin. Oder kommt hier eine Dusche hin? Dusche. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir bewahren uns den erstmal auf. 3 Wände gleichzeitig bauen geht irgendwie nicht. Das finde ich gut, ist sofort gestrichen. Haben wir noch was? Malen. Zerstörung. Aufräumen. Nee, haben wir nicht mehr. So, wir wollten eine Dusche kaufen. Dusche. Okay. Ein Bau. Dusche. Da. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel mit Duschen montiert. Huch, wir sind ja schon bei 28 Minuten. Wir machen diesen Auftrag jetzt noch zu Ende. Und denn, da unser Montieren ja so schnell geht, ist ja alles cool. Achso, da erst reindrehen. Jetzt das drauf machen. Jetzt kommt das da oben rauf. Das. Erstmal das. Das reinkurbeln. Das hier reinkurbeln. Das hier ranmachen. Das hier reindrücken. Und das hier reindrücken. Mio. Wir beeilen uns ein bisschen mit Dusche montieren. Ich finde das eh komisch, dass die Dusche direkt neben der Tür ist. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist komisch. Ach ja, die Ecken hier wieder. Oh, jetzt noch die Teile. Das da. So, Dusche ist fertig. Jetzt brauchen wir noch eine Toilette. Achso, da. WC. Nehmen wir das teure. Weil der wollte ja ein WC und ich weiß nicht, ob der... So, WC ist fertig. Noch hier aufdrehen jetzt. So. Spülbecken. Spülbecken. Na. Dann müssen wir bei Badezimmer gucken. Ah, das ist immer ein bisschen blöd. Waschbecken heißt das hier. Ne, wird das hier, ne? Das ist teuer. Oh, das ist aber auch hübsch. Müssen wir das nicht montieren? Anscheinend nicht. Das nervt mich so ein bisschen, dass ich nicht richtig weiß, wie das hier geht.
müssen wir wieder verkaufen. Hä, das ist so komisch. Will er dann wirklich ein normales? Ein bisschen blöd. So, zack. Hallo, ich wollte darauf drücken. Wiu, wiu. Niu, niu. Niu, niu. Rauf da, festdrehen. Festdrehen. Los, reinstecken. Ja. Hui. Ja. Fertig. Ein Gegenstand anbringen. Ein Spiegel. Spiegel in... So. Ein von vier Aufgaben haben wir erst. Haben wir hier. Streich mit dem Farben reizvoller Lavendel und heller Lavendel. Okay, wo machen wir reizvoll, wo machen wir hell? Gucken wir mal, was der Unterschied der beiden Farben ist. Das wird hier jetzt, glaube ich, eine etwas längere Folge. Tut mir leid. Obwohl. Die Folge wird gar nicht so lang. Ich kann sie auch hier einfach beenden. Damit ihr wirklich nicht so eine lange Folge habt, weil das ist immer ein bisschen... Ich kenne das, ich gucke auch nicht so gerne lange Folgen. So, dann verabschiede ich mich wieder mal von hier. Ja, wir sehen uns nächstes Mal mit dem Streichen von heller Lavendel und reizvoller Lavendel. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.